Agnes mit Jimmy, unserem Kater. Es war Mitte Mai 2013. Unser Kater genoss die Streicheleinheiten und Ruhe vor dem Sturm. Denn draußen herrschten beinahe Minustemperaturen, starker Regen bis Schnee und Graupelschauer. Mitten auf der Wiese in unserem Wohnquartier fand meine Frau ein zusammengerollter Igel. Ein Verhalten, der Erschöpfung, Verletzung oder Erkrankungen zeigen könnte. Deshalb holten wir ihn in unsere Wohnung. Etwas später gingen wir mit dem Igel zu einem Tierarzt für Wildtiere, dessen Untersuchung, Impfungen usw. gratis ist. Da die Igelstationen in der Region alle überbelegt waren, wurden wir gebeten, die Igeldame einige Tage zur Stärkung, bis das Klima sich wieder beruhigte, bei uns aufzunehmen. Für unser Kater bedeutete das ein fremdes Wesen in seinem Revier, Aufregung, und dass er nicht mehr im Mittelpunkt stand. Doch Igeldame Daisy, wie wir sie nannten, erholte sich bestens und rasch. Währenddessen stabilisierte sich auch das Wetter. Es wurde wieder milder. Zeit, um Daisy wieder in die Natur zurückzubringen. Einige Tage später. Doch das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall war die Welt für Jimmy nun wieder in Ordnung. Oh.